Jetzt habt ihr gar nicht gemerkt, dass ich ein paar Bandits habe, nicht wahr? So. Die Rumänien werden vergewaltigt. Na gut. Ich habe euch unterstützt im Bürgerkrieg. Oder nee, habe ich eigentlich nicht, aber ich wollte euch unterstützen. Ja, ich glaube nicht, dass wir diesen Part Krieg haben werden. Die Produktion wurde abgeschlossen. Ach so, mit den Holländern. Ach so, okay. Da hat Holland seine drei Schiffe. Wollten, glaube ich, drei Schlachtschiffe haben, meine ich, ne? War, glaube ich, so. Jetzt haben sie die. Ich habe mein IK wieder. Beziehung verbessert sich ein wenig. Jojo. Ah, die Expansion des Qing Empires. Ja, die haben jetzt ihre Gebiete hier erweitert. Und wahrscheinlich werden sie so ein bisschen mehr holen wollen. Da ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt? Wir können es natürlich sagen, Alter, das ist scheiße, dass du das gemacht hast. Oder wir können sagen, oh, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er gemacht hat, so als Gegenpol zu Japan, aber Japan ist eh lachhaft. Was ist das denn eigentlich? Puji an. Ach so. Das da, ich glaube, da könnte aber ein Krieg entstehen, das will ich nicht. Also ich sag einfach mal, Alter, das ist scheiße. Weil ich habe auch keinen Bock, dass China jetzt wieder so stark wird und mit der AOG streitig macht. We still need German protection. Ah, cool. Jetzt hat AOG drei Gebiete kassiert, deswegen. Oh, nett. Finde ich auch gut, dass du einsiehst, dass du noch meinen Schutz brauchst. Ich weiß zwar nicht vor was, aber okay. We're building the Empire, ja. Die Story aus der Qing Empire? Ja gut, die wollen jetzt wie ihr altes Qing Empire haben, nehme ich mal an. Problem ist dabei auch ein bisschen, dass hier die Mongolei noch im Weg ist. Die Story aus der Qing Empire. Ja. Müssen wir mal ein bisschen, aufpassen, dass sie nicht zu mächtig werden. Weil seht ihr, was sie alles fordern, was sie alles schon haben. Die Mandschurei haben sie ja noch, nicht vergessen. Aber sollte da mit den Mongolen eventuell ein Krieg entstehen, dann würden wir den vielleicht mal ausnutzen müssen. Und uns dann für eine Seite entscheiden. Und das werden bestimmt nicht die Mongolen sein, für die ich mich entscheiden werde. Habe ich eigentlich irgendeinen, der das machen kann? Tatsache, du. Wäre nicht schlecht, das ein bisschen zu tun. Weil ich jetzt auch Träger und sowas verwende. Na super! Du bist ja witzig, AOG! Einfach ohne Kampf einfach kapituliert und sich dem Qing Empire angeschlossen. Super! Und auf einmal ist meine Macht in Asien auf ein Minimum geschrumpft. Da guck mal, Vietnam bist du, Leo. Ja, super. Und jetzt? Das muss man jetzt entweder einfach so eiskalt akzeptieren. Oder, ja, einen Krieg mit China mache ich gewiss nicht. Das ist jetzt gerade unpassend. Das würde ich vielleicht tun, wenn Frankreich weg wäre, aber die sind ja noch da. Na super. Dann kann ich China, wenn nur als Bündnispartner, akzeptieren. Doof. Lassen die Mongolei stehen? Die AOG gibt es nicht mehr. Wir können uns entweder entscheiden, da gibt es nichts, was wir machen können. Oder wir müssen unsere Sachen woanders einsetzen, was auch immer das bedeutet. Oder wir schlagen den chinesischen Handelsabkommen vor, was ich auch mal tue. Oh, akzeptieren sie sogar. Sehr schön. Immerhin. Vielleicht kann sich dadurch irgendwann ein Bündnis mit denen entstehen. Habe ich irgendwie lieber, als dass ein Krieg da in Asien. Ich weiß nicht warum, aber jetzt ein Krieg in Asien wäre scheiße. Hey, du bist noch nicht fertig. Aber schauen wir mal, was euch entstehen kann in Asien jetzt dadurch. Ist es natürlich doof, ne? Aber naja, ist halt so. So, wir haben jetzt nochmal 2x3 Infanterie. Die Frage ist jetzt, wo paffen wir die jetzt hin? Theoretisch würde ich ja sagen, hier unten. Oh, ich glaube, setze ich auch mal hin. Einfach so zur Abwehr und eventuell zum Angriff, wer weiß das schon. Ja, die AOG ist euch offiziell gejoint. Super.
Und ich hänge da rum wie der letzte Depp und denke mir dann, klasse. Na gut, die Kommunisten in Spanien scheinen zu verlieren. Das ist relativ klar. Das würde Kalisten der Königreich unter sich ausmachen. Und die hat jetzt wieder die Kommunisten ein bisschen Macht gewonnen. Ja, das ist witzig, wenn theoretisch Neuengland in den Krieg mit eingetreten wäre, mit den United States, hätten sie in aller Ruhe die gesamten Industriegebiete aufgerieben und dann wäre es vorbei gewesen. Ah, jetzt haben die Chinesen sich Macau noch geholt. Dieses kleine Pissgebiet hier von den Portugiesen. Kann auch sein, dass er meine Gebiete hier haben will, ne? Tsingtao und so. Das ist auch die Frage, wie sieht es mit diesem Status aus? Das sind ja so kleine Fleckpunkte, die ich habe. Und die unabhängigen Städte. Ach nee, die sind ja mal von Japanern. Stimmt, dabei was. Aber ich bin vor allem gespannt, was jetzt auch die Mongolen machen werden. Irgendwas müssen sie ja jetzt tun. Wie sieht es mit Bulgarien aus? Oh, die haben ein bisschen an Gebiete verloren. Das ist nicht so günstig. Aber ich denke mal, der vierte Balkankrieg wird noch eine Zeit lang laufen. Dann ist die Sache noch relativ ruhig. Ist ja klasse, wenn hier gestört wird. So. Wenigstens bin ich mittlerweile mit den Muten relativ schnell geworden. Ach, greifen sie doch die Mongolen an, okay. Ja, sind die Mongolen im Krieg mit den Chinesen? Vielleicht kann ich mich da für einen Seite entscheiden. Mal sehen, ob es so ein Event kommt. Na, Bündnis? Schade. Man kann ja mal fragen. Na, Bündnis? Okay. Wollen sie beide nicht? Vielleicht kommen Events dazu, weil ich ja mit Chinesen jetzt auch ein Handelsabkommen angelegt habe. Vielleicht kommt dazu irgendetwas. Ansonsten Krieg mit China wäre irgendwie doof. Der Kaiserreich Economy Policy. Wir können es in unsere Heimat investieren, wo es mehr, viel mehr Industrie gibt. Wir können es mehr in unsere Kolonien reinsetzen. Warum soll ich das tun? Unsere Influencer erweitern. Riga und Vilna will das bekommen. Oder mit unseren Nachbarn. Stockholm, Kopenhagen, Amsterdam. Gibt auch bessere Beziehungen mit meinen Nachbarn. Ganz ehrlich, einige kamen mehr oder weniger, ist auch blöd. Machen wir mit unseren Nachbarn eine bessere Beziehung. Ja, auch mit Schweden. Aber es gibt nicht um Schweden, es gibt mehr um Dänemark und Holland. Ah, in Spanien, in Brasilien ist auch der Bürgerkrieg vorbei. Die Regierung, die nationalsozialistische Regierung, muss man fast sagen, hat ja gewonnen. Gibt es irgendwo ein paar Syndikalisten? Habe ich gerade eine Stadt gesehen. Bolivien ist syndikalistisch. Ansonsten ist in Spanien nichts mehr so viel los, ne? Ja gut, in Mittelamerika ist ja klar. Mal zusammenziehen, wo nur überall kommunistische Regime sind, ne? Aber so viel sind es nicht, wie es hätten sein können. Ein Glück. Eieiei, ach du heilige Scheiße, sind die auch noch reingejoint? Oh Gott. China! Was tust du? Sollte sich einfach die Staaten alle offiziell aufschlucken. Es ist doof. Jetzt machst du auch die... Oh Gott, wenn jetzt hier noch die Mongolen vernichten, ne? Ups! Auf einmal ist dieses alte chinesische Megareich wieder da. Hoppla.
Wer weiß, ob die dann mit mir auch noch was tun wollen. Schutz der Deutschen? Na, pff, gucken wir uns unser Gebiet doch mal an. Das ist lustig. Hier ist ein Kessel, da ist ein Kessel. Also ein bisschen die Frage, wann hier die was tun, aber ich glaube noch nicht in diesem Part. Wir haben noch 10 Minuten, aber ich denke mal ganz spontan im nächsten machen die erst was. Sibirien gibt es immer noch, naja, lass mal. Lass mal, ich bin mal gespannt, die Mongolen oder die Chinesen gewinnen werden, aber auf längere Sicht glaube ich eher die Chinesen, weil die einfach viel zu viele Truppen haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mongolen das gewinnen werden. Und wenn, doch habe ich noch ein größeres Problem, weil die Mongolen sind jetzt ziemliche Arschlöcher. Ich meine, was wollen die denn alles? Und dann auch Gebiete von mir. Wollen wir nur den Norden von China haben? Ey, könnt ihr auf einen Kompromiss einigen? Ihr kriegt den Norden von China und China kriegt gar nichts. China gibt mir die AOG wieder, was hättet ihr davon? Guckt mich China ganz doof an, no. So, Engineers haben wir gemacht. Landdoktrin sind wir noch dabei. Der Goodie macht das ja schon. Naval Doctrine, why not? Ach, der Trigger. Achso, okay. Da verstehe ich ja alles. Panzerjäger? Ich weiß ja nicht so. Aircrafts, why not? Haben wir irgendeinen, der vernünftig dafür ist? Tatsache, Zeppelin Luft. Die Zeppelin können aber machen. Siemens Schuckertz. Was? Für eine Nummer? Oh Gott, mein Latein ist ein bisschen. Sieht ganz gut aus für den Bulgaren. Nicht nur, dass er jetzt hier an Rumänien verrückt, sondern auch, dass er jetzt den Serben reingehauen hat. Wenn du Belgrad und dieses komische Gebiet im Süden, wie auch immer das heißt, erobern würdest, hättest du schon mal den Serben weg. Dann hättest du den Krieg gewonnen. Weil alleine der Rumäne kann den Bulgaren nicht aufhalten, das glaube ich irgendwie nicht. Das ist die Frage, ob er das schafft oder nicht. Ich würde ja gerne militärisch eingreifen, aber da ist doch so sowas da im Weg. Hat irgendwas mal getan hier mittlerweile bei der Entente oder sowas? Irgendwie eine Invasion? Super, die Bochumer-Inseln wollen jetzt von der Union of Britain eingenommen. Super! Wir wollen unsere Heimat wieder haben, ne, hier Kanada, aber wir tun nichts, das zu tun, ja klar. Super, klasse. Nicht mehr Sizilien wurde bisher angegriffen, was zum Teufel? Wie lange seid ihr schon im Krieg? Schon knapp 5 Monate oder so, ne? Ja, und nix. Ah. B. Was? Wenn da Truppen wären, wären sie tot. Wenn da Truppen wären. Was die Bulgaren auch machen könnten, theoretisch, was ganz interessant wäre, wären einfach nur diese beiden Gebiete hier zu besetzen, hier ein paar Truppen als Garnison zu lassen und erstmal die Serben kaputt zu hauen, weil hier hast du nur ein Gebiet, wo du nur zwei Truppen hinstellen musst, also hast du ein Gebiet, was an... Ja, musst nur zwei Gebiete verteidigen, sonst haben wir es, ja. Das reicht dann erstmal. Die Frage ist natürlich, sind sie so intelligent, das so zu verteidigen? Na ja, wer weiß das schon, ne? Ist ja KI. KI ist immer so was Interessantes, ne? KI tut auch so Sachen wie, keine Ahnung. Was ich mir vorstellen kann, wenn Union of Britain im Krieg wäre, was sie gegen Design werden, dass sie mir Malta wegnehmen wollen, statt den Franzosen zu helfen. Das passiert auch relativ häufig. Da machen die irgendwelche komischen Nebenkriegsschauplätze, wo ich mir so denke, ja, schön, dann hast du es halt, aber was bringt dir nichts, wenn Frankreich tot ist? Aber ist noch nicht gesagt, dass Frankreich so einfach tot ist, weil die Armee, die die haben, macht mir ein bisschen Angst. Gut, ich habe mehr, aber das muss nicht unbedingt ein Zeichen dafür sein, dass ich gewinne. Und es kommt, kommt ziemlich viel von Persephone, muss ich gerade zugeben, bei den Sachen Liedern. Ich glaube, es mich mal gespannt, wer gewinnen würde, ne? Aber theoretisch, die Mongolen können nicht gewinnen. Da gibt es wenig Truppen dafür. Ich meine, gut, die bekommen einiges in den Arsch geschoben, ne? Aber trotzdem, das reicht nicht aus. Never.
Na, wenn das haben sich jetzt die Syndikalisten hier in Spanien ist mal wieder ein bisschen gefasst. Das Königreich hat sich jetzt mittlerweile so, oh, einige Gebiete wiedergeholt. Und die guten Kalisten? Ja, was machen die denn? Auf die habe ich so meine Karten so ein bisschen gesetzt, aber irgendwie. Im Übrigen, ich habe noch nie gesehen, wie die Kalisten gewonnen haben. Entweder haben bei mir immer die Kommunisten gewonnen oder das Königreich. Sehr interessant. Wilhelm Gronadice. Achso, ein Feldmarschall war das. Oh, schade. Da halt nicht. Hm? Achso, ja klar. Bim, bim, bim. Oh, jetzt haben sie Öl in Alaska gefunden, die Kanadier, als wenn die Gebiete auf gar keinen Fall die Amerikaner wiedergeben. Oh, 6 Öl, das ist nicht schlecht. Noch ein bisschen mehr vielleicht irgendwo? Nope, nicht mehr. Ja, die Gebiete werden es nie wieder den Amerikanern zurückgeben, jetzt wo sie auch das Öl gefunden haben. Die Rumänen tun mir lustige Sachen, indem sie einfach die Ölfelder von Plessis erobern und damit riskieren, dass sie eingekesselt werden. Und wie wertvoll ein Kessel sein kann, wissen wir ja. Puff, sind die 6 Infanteristen weg und die können wehtun. Gerade hier in diesem kleinen Krieg. Da könnte fast schon 2 Divisionen wehtun. Was jetzt so von Österreich? Nicht viel. Oh, Arschloch. Was? Ja, der Krieg mit der Kommune dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, in den nächsten Parts wird es dann langsam so passieren. Oder oh, könnte es hier richtig. Was? Oh, was? Eigentlich was für Glück mit 5 Buchstaben, Money? Warum 2 hintereinander? Super. Ja, ich habe ein bisschen Trash reingepackt. Mr. Krabs. Oh. Kann ich eigentlich joinen? Ne, will er nicht. Manchmal sagt er ja, weil ich dann auch im Krieg mit denen hier wäre. Aber gut, was bringt mir das? Nicht viel. Weil ich kann nicht wirklich helfen. Ich hab, kann, obwohl doch, doch, doch könnte ich. Wenn ich was mache, sind die Polen auch dabei, dann können wir von oben angreifen. Ah, sieh einer an. So. Oh, die lasse ich mal in der Heimat. Genauso wie euch zwei. Ich hätte euch ja umwandeln können. Kann ich nicht, scheiße. Das muss man in die Heimat tun. Na gut. Ernst Toller ist tot. Naja. Passiert halt, ne? Man stirbt eben manchmal. Manchmal? Was? Des Öfteren auch öfter, Mann. Oh, haben sie die Amerikaner nicht im Griff bekommen oder geht das hin und her einfach weiter? Was die machen könnten, die haben mittlerweile ein bisschen Marine, die können einfach mal versuchen, in New York zu landen. Würde vielleicht was. Die zerballern den New Yorker Hafen, aber landen da nicht? Okay. Würde vielleicht was bringen. Weil 10 Industrie auf einmal weg, tut auch weh. Ah, jetzt haben die Chinesen langsam aufgedreht. Ach so. Ja, super, stimmt ja. Im Tirol können sie auch einmarschieren. Währenddessen bin ich jetzt auch für Gebirgskämpfe vorbereitet. So, ein Tropical. Damit ich vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber meinen Gegnern habe. So Leute, die 20 Minuten sind um, ich mache noch ein kleines bisschen weiter. Wenn ihr nichts dagegen habt. Oh doch, wir können doch ruhig den dritten Part machen. Ja, das ist ein dritten Part, sagen wir es mal so rum.
Solange ich Urlaub habe, lasse ich das noch mit zwei Parts liegen. Nach dem Urlaub schauen wir mal, wie es dann damit aussieht. Ein bisschen will ich noch gerne machen. Pazifik-Sets haben die Route stehen? Why? Na gut, der Bulgar hat es aber im Griff, glaube ich mal. Wird zwar ein bisschen was dauern, aber ich glaube, auf längere Sicht wird er den Krieg gewinnen. Hoffe ich mal. Vielleicht ist er auch ein zukünftiger Partner für mich. Ich meine, gut, wir haben Essen weg zusammen. Kann ja durchaus sein. Gut, währenddessen, ja. Das sieht ganz gut aus. Die Panzer sind bald fertig. Das ist auch sehr gut. Und Frankreich hat mir noch immer noch nicht einen Krieg erklärt. Das ist auch noch viel besser. Hoffmann wird es von Richthofen. Oh. Die gute Frau Hoffmann und der von Richthofen wollen mit einer Fokker von Dar es Salaam aus um die gesamte Welt fliegen. Um die Wette. Das machen wir noch. Warten wir, bis sie wieder angekommen sind, zu gucken, wer gewonnen hat. Das machen wir noch und dann, ja, beenden wir auch den Part, denke ich mal. Dann sind wir soweit und ja gut, dann werden die Franzosen wohl, glaube ich, den normalen Krieg wählen. Das heißt, im nächsten Part sollten wir auch im Krieg sein. Denke ich mir jetzt mal so. Das heißt, sie werden wahrscheinlich so Richtung August oder so mit dem Krieg erklären. Naja, ist ja bald soweit. Dann kann ich den Franzosen mal schön in die Fresse hauen. Was haltet ihr davon? Frankreich vernichten und dann, ja, ist der Krieg nahezu schon vorbei. Mal gucken, was ich noch alles tun werde. Ob ich vielleicht die Briten noch invasiere oder in Spanien eingreife. Puh, keine Ahnung. Mal sehen, was wir alles tun werden. Vielleicht mache ich nur Abstimmung darüber, was ich tun werde. Aber definitiv das Hauptziel ist Frankreich kalt machen. So, neue Panzer. Alter, wie oft kommt noch Persephone? Das ist nicht mehr witzig. Ups, da war noch was. Ach so, das hast du gemacht, stimmt ja. Dann kannst du Anti-Tank machen. Hö, war ich den Franzosen mit 8-8ern? Ups, Alter. Das können die Mongolen nicht gewinnen. Die werden kalt gemacht. Dann kassieren die gesamte Mongolei hier. Eieieiei, ist das viel. Ja, vor allem ist das riesige Qing Empire richtig scheiße. Wo sind eigentlich meine mobilen Truppen? Da sind die Panzer. Schicken wir auch dahin. So, wann haben sie denn den Flug beendet? Ich möchte ja noch langsam den Part beenden. Weil je länger das auch wird, desto größer werden die Dateien. Und je größer die Dateien werden, hat... Hä? Wieso können beide gewinnen? Was zum Teufel? Vor allem, so von Richthofen wins event will never occur. Was ist denn das? Na gut, dann sagen wir einfach mal, sie sind zeitgleich eingetroffen und ja. Super. Tolle Wurst. Egal, hat mir einen Unruhe weniger gegeben. Eieieiei. Dann würde ich mal sagen, Leute, das war's erstmal für heute. Leute, heute. Im nächsten Part werden wir definitiv im Krieg mit den Franzosen sein. Dann werden wir den dick in den Arsch treten, denke ich mal, und Genf den Schweizern zurückgeben und dergleichen. Und wir schauen, was wir mit dem Gebiet mit den übrigen Frankreich zu so tun werden. Das ist auch so eine gute Frage. Mal sehen. Tatsächlich Vision, nice. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ja, locker draufbleiben.